Ringrichter ist Roman Filipovic und angesetzt dieser Kampf auf 10 Runden à 3 Minuten. Lass schneller weg. Jungs, lass schneller weg. Lass schneller weg. Gehört.
Schwarzschuss für den Zeitkeeper. Die Sympathien in der Halle hier natürlich einigermaßen klar und deutlich verteilt. Einen Tag nach dem Weltfrauentag, also hier Fatih im Ring, 10 Runden wieder gesetzt. Fatih Antusch, es geht um den WBF International Titel. Super Leichtgewicht, 10 Runden sind da angesetzt. Und Helber Rojas aus Venezuela, der größere Mann. Längere Arme, längere Reichweite. Frage, was ihm das hier möglicherweise dann nutzen kann. Denn die Schnelligkeit, das können wir hier deutlich sehen. Fatih Dübüş hat sie auf seiner Seite, der in der Rechtsauslage kämpft. Gute Hände, wieder durchkommen. Schöner Haken. Oh, die war auch voll drin. Gute Rechte, die ihn da voll erwischt hat. Helber Rojas. Dass er die hat wegstecken können. Das sah richtig gefährlich aus, aber irgendwie hat er es geschafft, da stehen zu bleiben. Also muss auf jeden Fall aufpassen, die langen Arme einsetzen, weggehen vielleicht und sich dann nicht so leicht treffen lassen. Das klingt dann einfacher, als es möglicherweise ist. Aber furioser Beginn in jedem Fall von Fatih Dübüş. Das hat gut geklappt und deswegen probiert man es einfach dann auch wieder mit der Führhand oder hier mit der linken Schlaghand, um den Haken dann noch hinterher ins Ziel zu bringen. Das sah stark aus. Ja, gut. Und dann noch das Auge, um da wegzugehen und dann nicht weiter erwischt zu werden. Genauso kannst du das machen. Sehr gut. Aber natürlich auch, wenn das Publikum so hinter dir steht und dich so ein bisschen nach vorne peitscht, auch immer die Gefahr, dass man da möglicherweise zu Beginn überpaced und dann ab Runde 6-7 vielleicht doch merkt, dass die Kondition besser eingezahlt hätte werden sollen. Soweit sind wir noch nicht, aber das könnte natürlich so ein bisschen im Hinterkopf dann eine Rolle spielen, wie viel er hier bereit ist, gleich reinzulegen. Aber ist schnell dran, klasse Beinarbeit. Das sieht richtig gut aus, wie man da rausgeht, sich wieder vor dem Gegner platzieren kann. Also schnell rein, schnell raus, gute Hände, klasse erste Runde. Und überraschend stark auch das, was Helber Rojas in der Lage ist, hier wegzustecken, denn das waren heftige und gute Hände, die er da kassiert hat. Klare erste Runde für Dübüş. Musste noch was geklärt werden. Was auch immer das genau war, konnten wir jetzt hier nicht genau mithören und hatte auch keine direkten Auswirkungen. Ich dachte erst, dass irgendwo vielleicht noch ein bisschen zu viel Wasser am Ringboden ist. Das war dann nicht zu erkennen. Hoppla, jetzt kommt der Barock erstmal nach vorne und marschiert und hat ein paar Hände da ins Ziel bringen können. Das war weggerutscht, sagt Dübüş. Was sagt der Referee? Das ist das Entscheidende. Gibt ihn sofort frei. Ja, vielleicht ein bisschen mit aufgelaufen. Muss aufpassen, wenn die da so dicht voreinander stehen, so offen. Guter Treffer
von Rojas und der erwischt Dübisch voll. Oh, wow, wow. Und der ist schwer mitgenommen und der wackelt in die Ecke und steht. Nee, oh, das kannst du nicht mehr freigeben. Der ist schwer K.O. Schwer mitgenommen. Schwer K.O. Der kann kaum alleine stehen. Das sieht man hier. Das war absolut richtig, auch wenn es natürlich wehtut und das Herz blutet, weil er unbedingt hätte weiter kämpfen wollen. Aber der war so wackelig. Das war viel zu gefährlich. Was der weggesteckt hat, Rojas, in der ersten Runde, das war überraschend. Und dann kommt er so zurück hier in Runde 2 und kann da durchmarschieren durchs Feuer und diesen Treffer setzen. Das war überraschend, sehr überraschend. Hat ihn voll erwischt. Schauen wir hin, wie es dazu kam. Also er geht wieder nach vorne, so wie es gewohnt war. Wie es gewohnt war in der ersten Runde. Gute Aktionen. Das war alles in Ordnung. So, und hier, da ist er erwischt worden. Boah, ja, das war schon der entscheidende Niederschlag da. Wir hatten ja vorher schon den einen Treffer. Voll erwischt worden am Kinnwinkel. Und er ist schwer mitgenommen. Hier, da steht er gut. Bam. Und da kommt der Treffer voll drauf. Die Rechte und da kannst du nichts machen. Nein, der Referee muss sich da gar nicht entschuldigen, muss sich da noch ein bisschen rechtfertigen beinahe. Aber was willst du da machen? Der war voll weg. Das hätte richtig schlimm ausgehen können, wenn du ihn da noch mal reinlässt in den Kampf. Das kannst du auf keinen Fall machen. Er rennt rein und wird ausgenockt. Hat viel zu viel Tempo wahrscheinlich gemacht. Viel zu viel geschlagen und zu sehr und zu viel versucht, da gleich zu Beginn den Gegner K.O. zu schlagen. Da hat die Übersicht verloren. Aber du kannst den Kampf nicht nochmal freigeben. Das geht nicht. Völlig richtige Entscheidung von Goran Filipovic, das Ding da abzubrechen. Der war schwer mitgenommen. Der wackelte noch. Und das wäre viel zu gefährlich gewesen. Das offizielle Urteil. Der Jubel ist überschaubar. Heber Rojas K.O. zweite Runde, also zumindest vom Publikum. Er selber ist natürlich mehr als happy, dass das geklappt hat. Kann gar nicht aufhören, die Leute zu umarmen. Tja, Mensch, das ist ärgerlich. Der Gürtel ist weg. Danke für die Chance. So deute ich das mal, was Heber Rojas da sagt. K.O. zweite Runde. Und typisch sehr, sehr enttäuscht, logischerweise, hat hier eine tolle erste Runde geboxt und dann in der zweiten hier, da einmal erwischt worden, das ging noch, ist ja kein Problem, ja, vielleicht hätte man da dann doch anzählen sollen, hier hätte er noch ein paar Sekunden mehr gehabt und wäre vielleicht dann, hat er gesagt, ist nur weggerutscht und dann wird der Kampf sofort freigegeben, wenn du da ein paar Sekunden mehr hast, dich vielleicht zu sortieren, vielleicht passiert dir das dann hier nicht. Aber der Treffer hat voll gesessen am Punkt und da war nichts mehr zu machen und er wackelt beim Wiederaufstehen und es war nichts anderes mehr zu machen vom Referee, außer ihn auszuzählen. Er weiß es sofort, denkt man. Heber Rojas hat da direkt gemerkt, das müsste gepasst haben. Tja, so kann es gehen. Das ist Boxen.